Manuela und heute sind wir am See und machen Atemgymnastik. Das ist meine Freundin, die Tanja. Hallo. Die macht heute mit und ja, die Übungen, die kann jeder mitmachen, egal wie alt, egal wie groß, egal wie schwer. Genau, man braucht keine Vorkenntnisse und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an, stellen uns so hin und schwingen die Arme langsam nach links, nach rechts. Dabei drehen wir den Kopf und den Oberkörper auch nach links und nach rechts. Schauen nach links und nach rechts. Machen die Bewegung ein bisschen stärker und nehmen die Beine mit. Die Arme schlagen gegen den Brustkorb. Und der Blick wandert mit. So, die Bewegung wird kleiner, die Beine hören auf sich mitzubewegen und wir lassen die Arme langsam ausführen. Jetzt machen wir die Arme wie so ein U, lehnen uns nach hinten, schauen in den Himmel. Atmen ein und beim Ausatmen überkreuzen wir die Arme und fassen ans Schienbein. Einatmen, nach oben schauen, ausatmen, Hände überkreuzen, ans Schienbein. Einatmen, ausatmen. Und beim Überkreuzen wechseln wir immer. Einmal geht die rechte Hand nach vorne. Und beim nächsten Mal geht die linke Hand nach vorne. Und richtig schön nach hinten lehnen und in den Himmel schauen. Einmal. Jetzt nehmen wir beim Einatmen die Arme wieder wie ein U, wie gerade eben. Und beim Ausatmen machen wir den Rücken rund, schauen zum Boden und ziehen die Arme nach vorne. Einatmen U, ausatmen, Rücken rund nach vorne. Noch dreimal. Schütteln wir uns einmal aus, stellen uns schulterbreit hin und schütteln nochmal den Schultergürtel aus. Der Kopf bleibt hängen, ganz locker. Und schön ausschütteln. Jetzt umfassen wir die Ellenbogen und gehen von links nach rechts. Links nach rechts. Und schön locker den Kopf und die Arme hängen lassen.
der Blick geht zum Boden. Jetzt lassen wir die Arme wieder locker hängen und schwingen im Kreis von links nach rechts. Schön locker. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dann rollen wir uns nach oben. Der Blick geht nach rechts. Wir atmen ein und gehen jetzt mit dem Kinn an den Brustkorb und drehen den Kopf nach links. Und atmen dabei aus. Links nach links gucken, einatmen, ausatmen, Kopf nach rechts drehen. Dann wieder einatmen und ausatmen. Noch einmal zu jeder Seite. Wir nehmen uns die Hände, gehen an den Hinterkopf, die Ellenbogen zeigen nach außen, atmen ein und beim Ausatmen geht das Kinn an den Brustkorb und die Ellenbogen zusammen. Einatmen, Ellenbogen auseinander, ausatmen, Kinn an den Brustkorb und Ellenbogen zusammen. Noch fünfmal. So. Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Wir schauen nach oben. Die Arme bilden ein V. Wir atmen ein. Beim Ausatmen gehen die Hände wie ein Kreis zur Seite, an der Beinrückseite nach unten. Dann streichen wir beim Einatmen an der Beininnenseite nach oben. Beim Ausatmen machen wir eine Rückbeuge und schauen in den Himmel. V einatmen, ausatmen, an der Beinrückseite entlang, einatmen, die Arme streifen an der Innenseite der Beine hoch und ausatmen, Rückbeuge. Jeder in seinem Atemtempo.
noch zweimal. Jetzt kreisen wir die Schultern, rechte Schulter, wir schauen nach rechts, linke Schulter, wir schauen nach links, kleine Bewegungen, Blick nach rechts und Blick nach links. Jetzt nehmen wir die Ellenbogen mit. Schön den Kopf mitbewegen. Die Bewegungen werden größer. Nehmen wir den ganzen Arm mit. Beim Einatmen geht der Arm nach hinten, der Blick geht nach hinten. Beim Ausatmen geht der Arm nach vorne. Einatmen, ausatmen. Jetzt stellen wir uns so hin, die Beine zusammen, die Arme gehen an die Seite, wir tun die Schultern Richtung Ohr hochziehen, atmen ein und beim Ausatmen lassen wir die wieder fallen. Einatmen, ausatmen. Rechtes Bein geht nach vorne, beide Arme gehen nach vorne, die Handflächen gehen zusammen. Beim Einatmen schauen wir der Hand hinterher nach rechts, bewegen die Hand nach rechts, schauen auch nach hinten und beim Ausatmen geht die Hand wieder nach vorne. Einatmen und ausatmen. Noch dreimal. Und jetzt gehen wir mit dem linken Bein nach vorne. Wir machen das gleiche auf der linken Seite. Arme nach vorne, Handflächen berühren sich. Wir schauen nach links. Die Hand geht nach links. Und die Hand wieder nach vorne. Einatmen, Hand nach hinten. Ausatmen, Hand nach vorne. Noch dreimal. Schütteln die Arme, die Beine ein bisschen. Nun stellen wir uns mit dem Gewicht aufs linke Bein
Das rechte Bein ist in der Luft und wir schwingen das Bein nach vorne und nach hinten. Versucht dabei euch mit den Augen einen Punkt zu fixieren, dann könnt ihr das Gleichgewicht besser halten. Vorne und nach hinten. Wenn ihr einen festen Stand habt, versucht ihr, das Bein nach hinten und wir machen eine Standwaage. Stell ich mal kurz so hin. Genau, also. Die Arme könnt ihr an den Seiten, um das Gleichgewicht besser halten zu können, oder ihr nehmt die Hände so zusammen. Beine ausschütteln, das ist die andere Seite. Gewicht auf dem rechten Bein und das linke Bein schwingt nach vorne und nach hinten. Ganz locker, vorne und nach hinten. Genau. Wenn ihr einen sicheren Stand habt, nehmt ihr das linke Bein, geht damit nach hinten, versucht 90 Grad. Den Boden zu halten. Die Arme sind erstmal wie so ein Flugzeug und wenn ihr dann einen sicheren Stand habt, könnt ihr die Arme zusammennehmen, die Hände berühren sich, der Blick geht zum Boden und halten. Sehr schön. So, nun machen wir Folgendes. Wir machen wieder ein V, stellen uns so hin, das rechte Bein nach vorne. Wir machen V, das Gewicht verlagern wir dabei auf den vorderen Fuß. Beim Einatmen, beim Ausatmen überkreuzen wir die Hände, gehen ans rechte Schienbein, die Zehen zieht ihr nach oben zu eurem Gesicht. Der Körper beugt sich leicht nach vorne und ihr spürt die Dehnung. Wieder einatmen, V. Ausatmen, überkreuzen am Schienbein. Die Zehenspitzen zeigen nach oben. Und das Überkreuzen immer abwechselnd. Einmal die linke Hand nach vorne. Dann die rechte Hand nach vorne auf der linken Hand. Gewicht nach vorne verlagern beim V auf den vorderen Fuß. Beim Ausatmen Gewicht auf den linken Fuß. Und schön den Blick nach oben zum Himmel. Noch zweimal. Komm nach oben, schütteln unsere Arme und Beine aus. Nehmen nun den linken Fuß nach vorne. Atmen ein. Gewicht geht auf den vorderen Fuß. Beim Ausatmen Gewicht auf den hinteren Fuß, die Zehenspitzen zeigen nach oben. Und spürt die Dehnung im linken Bein. Zweimal. Ja,
wir stellen uns wieder normal hin. Die Arme waagrecht zum Boden und hier überkreuzen. Einmal ist die rechte Hand oben, beim nächsten Mal die linke Hand oben. Nun schauen die Handflächen nach vorne und wir pumpen. Dabei gehen die Arme nach oben und wieder nach unten. Wenn wir nach oben pumpen, schauen wir auch nach oben. Der Blick wandert mit. Und wenn wir nach unten pumpen, geht der Blick nach unten. Noch einmal nach oben und ein letztes Mal nach unten pumpen. So. Dann nochmal Schultergürtel durchschütteln. Die Arme um die Beine schwingen. Wieder nach oben. Machen folgendes. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Jeder in seinem Atemtempo einatmen und ausatmen. Noch zweimal. Nehmen wir die Arme nach oben und schwingen rechts an den Beinen vorbei. Atmen aus. Einatmen, ausatmen. Noch einmal auf jeder Seite. Jetzt nehmen wir die Arme wieder nach oben. Beim Einatmen, beim Ausatmen schwingen wir so und lassen ausschwingen. Einatmen und lasst alles Negative, schmeißt alles Negative, was ihr heute nicht mehr haben wollt, weg. Hoch und wegwerfen.
Noch einmal. So, wir stellen uns schulterbreit hin. Der rechte Fuß geht nach rechts, die Zehen zeigen nach rechts, 90 Grad zum anderen Fuß, zum anderen Bein. Wir gehen ein bisschen in die Knie. Die Knie sind über den Fuß. Nehmen den rechten Unterarm, legen ihn auf dem rechten Oberschenkel ab und ziehen die linke Hand über den Kopf nach rechts. Dabei geht der Blick nach oben. Wir atmen tief ein und spüren, wie die Rippen sich auseinanderziehen. Und beim Ausatmen ziehen sich die Rippen wieder zusammen. Versucht nach oben zu schauen und in die linke Seite einzuatmen. Wir kommen wieder nach oben. Und jetzt das gleiche auf der anderen Seite. Die Zehenspitzen zeigen nach links. Wir gehen ein bisschen in die Knie mit dem linken Bein. Der linke Unterarm geht auf den linken Oberschenkel. Der rechte Arm zieht über den Kopf nach links. Wir schauen nach oben und atmen tief ein und aus. Beim Einatmen ziehen sich die Rippen auseinander und beim Ausatmen wieder zusammen. Versucht schön in die rechte Seite einzuatmen. Spürt, wie der Atem die Rippen auseinanderzieht. Und wieder zusammen. Kommen wieder nach oben. Die Beine bleiben schulterbreit. Die rechte Hand berührt die rechte Seite vom rechten Bein. Und wir streichen mit der rechten Hand am Bein entlang. Die linke Hand zieht über den Kopf. Wir atmen ein. Beim Ausatmen gehen wir in die Mitte. Und dann auf die andere Seite. Einatmen und ausatmen. An der Seite einatmen, in die Mitte ausatmen, wieder an der Seite einatmen und über die Mitte ausatmen. Noch einmal auf jeder Seite. Wir schütteln uns noch mal durch. Dann nehmen die Arme nach vorne und streichen von der Schulter an die Hand.
greifen alles Negative ab, was wir heute nicht haben wollen. Jetzt reiben wir die Handflächen ganz schnell aneinander, sodass Wärme entsteht. Diese Wärme nehmen wir und legen es uns auf die Brust. Die linke Hand ist auf der Brust, die rechte Hand auf der linken. Wir schließen die Augen und nehmen 5 tiefe Atemzüge. Beim Einatmen hebt sich der Brustkorb, beim Ausatmen senkt er sich wieder ab. Wir öffnen die Augen wieder, reiben die Hände noch einmal aneinander. Spürt, wie eure Hände warm werden. Die linke Hand geht an die Brust, die rechte Hand auf den Bauch. Wir schließen die Augen und nehmen nochmal 5 tiefe Atemzüge. Beim Einatmen hebt sich der Brustkorb, der Bauch drückt sich nach außen. Beim Ausatmen senkt sich der Brustkorb. Und der Bauch zieht sich zusammen. Spürt, wie sich eure Hände heben. Und auch wieder absenken. Öffnen die Augen wieder, reiben die Hände ein letztes Mal. Die linke Hand geht an die Stirn, Ellenbogen nach außen. Die rechte Hand geht an den Hinterkopf, Ellenbogen auch nach außen. Wir schließen die Augen und nehmen 5 tiefe Atemzüge. Wir öffnen die Augen, nehmen unsere rechte Hand, klopfen uns auf die linke Schulter und bedanken uns bei uns selbst, dass wir mitgemacht haben. Ja, das war jetzt halt mal ein ganz anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.